Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt ab dem morgigen Tag auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, werde im Anschluss in die Deutung übergehen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge findest du auf der Website. Ich habe das hier noch etwas umgestellt, damit du das auch alles ganz gut sehen kannst gleich.
Schauen, dass du das hier alles ganz gut sehen kannst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue jetzt einmal auf deine Themen, was kommt ab dem morgigen Tag hier auf dich zu. Wir haben einmal den König der Scheiben, den König der Münzen. Des Weiteren haben wir hier Obsession. Dann haben wir die Sonne. Ich gehe gleich eben auf das Thema ein. Wir haben die Sechs der Stäbe. Wir haben die Prinzessin der Kelche und wir haben den Stern. Also alles, was hier an diesem Tag stattfindet, steht unter göttlichem Schutz. Das heißt, dass du die Chance nutzen solltest, in etwas Neues zu gehen. Das könnte auch sein, dass du hier derzeit ein Projekt hast, dass du in etwas Neues möchtest. Im Beruflichen sowie in der Liebe geht es hier darum, dass du dich aus einer Situation befreist. Alles das, was kommt, steht unter einem guten Stern. Wenn du dich aus einer Situation befreist, denn hier ist ganz klar eine Situation, was jetzt auch mit gesundheitlichen Dingen zu tun haben könnte. Das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Im Eigentlichen geht es hier darum, dass du jetzt wieder in deine Kraft kommen solltest. Denn all das, was jetzt kommt, ist von Erfolg gekrönt. Ich sehe hier noch die Situation, die Schwierigkeiten. Wir haben hier das Karma, schicksalshafte Dinge geschehen hier. Ja, Karma schlägt zu, das bekomme ich hier auch. Hier ist sehr viel Stress, sehr viel Aufruhr, sehr viel Hektik im Zuhause. Das kann im beruflichen stattfinden. Ich bekomme es mehr für dich zu Hause, dass hier eine Situation ist, wo hier Streitigkeiten sind, wo es um das Finanzielle geht, wo man aber jetzt rausgehen möchte. Hier könnten Eifersuchtsthemen sein, Manipulationen sein, was dir wirklich aufs Gemüt schlägt, ja, was irgendwo auch krank macht. Des Weiteren hier mit der Karte Obsession bekomme ich hier die Situation, das kann hier bei dem einen oder anderen auch stark eben die Abhängigkeit sein, wo es sich um gewisse Süchte eben handelt, aber auch eine Situation loszulassen, was dir, sprich auch dem Kind, Kinder nicht mehr gut tut. Das bekomme ich hier sehr stark, dass bei dem einen oder anderen hier eben auch Kinder involviert sind. Dass hier etwas stattfindet, wo du dich jetzt letztendlich befreist, dass du an dein Ziel kommst. Also du möchtest hier an dein Ziel und du wirst definitiv an dein Ziel kommen. Des Weiteren bekomme ich hier mit der Karte die Prinzessin der Kelche, dass eine beglückende Veränderung hier stattfindet. Vielleicht hast du hier etwas kreiert oder lässt etwas kreieren. Du hast vor, etwas zu kreieren. Und du kannst stolz sein auf das, was du bis jetzt hier erreicht hast. Das bekomme ich sehr stark hier für den einen oder anderen, dass es hier um Dinge geht, dass du bald an dein Ziel ankommst. Befreie dich bitte noch von Dingen, die dir eben nicht so gut tun. Ja, das kann hier auch ganz stark. Ich bekomme sehr viel auch das Berufliche, dass hier eben Neider sind, dass hier Personen sind, die dir etwas nicht gönnen, weil du hier erfolgreich bist, weil du hier an dein Ziel kommst. Ja, wir haben ja den Stern eben auch dafür, dass du hier Erfolg haben wirst, ja, selbst wenn du es jetzt noch nicht hast, was ich aber für viele bekomme, dass du hier einen erfolgreichen Abschluss haben wirst in jeglichen Projekten. Vielleicht möchtest du in die Selbstständigkeit, vielleicht bist du selbstständig, vielleicht hast du hier einen Jobwechsel oder ähnliches, ja, oder vielleicht kürzlich eine Trennung hinter dir, dass du dich befreist aus einer Abhängigkeit. Ich sehe hier die Befreiung aus einer Abhängigkeit und es ist irrelevant, für was du hier jetzt schaust, ja, dass du etwas Neues kreieren möchtest, was in der Vergangenheit eben nicht so möglich war. Ja, vielleicht hast du auch vor, ein Restaurant zu öffnen, vielleicht hast du vor, in eine ganz, ganz andere Richtung zu gehen. Das bekomme ich auch für den einen oder anderen. Ja, es kann aber auch sein, dass hier eine Schließung stattfindet. Das schließe ich nicht aus. Wir haben hier die Trennung, wir haben eine Situation, was mit Schmerzen einhergeht.
Ja, das bekomme ich hier auch. Deswegen sagte ich ja, hier ist eine Trennung und es kann sein, dass hier etwas geschlossen werden muss, was dir einfach in der derzeitigen Situation nicht weiterhilft. Das ist hier etwas, was stattfindet. Das bekomme ich nur für ein, zwei Personen. Ja, weil du hier finanziell auch in der Niederlage bist. Ja, aber dennoch solltest du hier fest an deinem Ziel auch festhalten, solltest dir natürlich auch Ziele setzen. Du bist dadurch derzeit so in Konflikten, was das beinhaltet. Wenn das für dich in Frage kommt, was hier mit einem Restaurant oder allgemein mit einer Schließung zu tun hat, da bekomme ich schon mehr so das Restaurant, was hier stattfindet. Des Weiteren kann es hier sein, das bekomme ich auch nur für ein, zwei Personen, dass hier eine Krankheit eben ist, entweder bei dir oder bei deinem Kind. Hier war es durch die Nahrungsaufnahme hier stattfindet, wo ein leichtes Unwohlgefühl ist, ja, wo du aber keine Bedenken haben solltest. Ich sehe hier die Situation sehr, sehr positiv, insbesondere in Kreationen, im Beruflichen, bekomme ich hier, wo du absoluten Erfolg haben wirst. Du bist ja auf dem Weg nach oben. Du wirst sehr viel Klarheit bekommen. Ich sehe viel Intuition hier auch. Ich sehe den Erfolg, dass du wirklich an dem, was du, wo du jetzt dran arbeitest, ja, dass du Erfolg haben wirst. Es wird von Erfolg gekrönt sein. Hier ist nur noch so die Situation, dass du dich da selber so versuchst, eventuell dir etwas nicht schön zu reden, ja, etwas vielleicht auch auszureden oder jemand versucht dir etwas auszureden. Das bekomme ich hier auch sehr stark. Ja, das kann sich gut auch in Partnerschaften zeigen, im Freundschaftlichen zeigen, denn wir haben ja hier die Schlange, eine Situation, wo man eben auch beeinflusst wird von dem einen oder anderen. Bleibe, verfolge hier bitte dein Ziel, das ist ganz, ganz wichtig, sonst kannst du nicht an dein Ziel kommen. Für all die, die eben hier Ziele haben, was ich hier ganz klar sehe, sehr stark das Künstlerische auch, was sich dann eben hier gezeigt hat. Also irgendetwas lässt man hier kreieren. Ja, das bekomme ich hier. Und das wird von Erfolg gekrönt sein. Der absolute Neubeginn. Was zeigt sich hier? Und hier zeigen sich dann eben auch die Schattenthemen. Das kannst jetzt du sein. Ich bekomme aber viel, dass es natürlich dritte Personen sind. Ja, der Bube der Erde. Also hier lauscht jemand, hier beobachtet jemand. Könnte dich im Beruflichen beobachten. Es könnte in der Liebe sein, es könnte im Häuslichen sein. Ja, hier ist jemand so manipulativ. Hier ist auch jemand sehr, sehr eifersüchtig auf das, was du hier eben gerade kreierst, machst. Das bekomme ich hier eben sehr stark bei dem einen oder anderen. Der Bube der Erde. Ja, hier belauscht dich jemand. Andere versuchen etwas herauszufinden. Hier ist auch so die Warnung. Also bitte nochmal hier berufliche Dinge. Ich betone das auch immer und immer wieder, wenn du Vorhaben hast. Ja, bitte hier stillschweigen. Erst einmal bewahren, denn hier könnte eine Situation dann eben auch dir ausgeredet werden oder man könnte sehr stark neidisch sein, wo man dann eben dir das Ganze nicht gönnt. Ja, also hier einmal noch die Vorsicht, die Acht der Luft. Etwas sehr, sehr Plötzliches geschieht auch, ja, womit du auch nicht gerechnet hast. Und wir haben die Liebenden. Also einmal hier das Künstlerische bekomme ich sehr stark, ob es im Musikalischen ist, ob es ein Künstler an sich ist, Zeichnungen geht etc. Oder vielleicht lässt du hier etwas schneidern, das könnte einmal auch sein. Was wir denn hier hatten mit der Prinzessin der Kelche, dass du für etwas Feuer und Flamme bist oder dein Gegenüber ist für dich Feuer und Flamme. Denn ich sehe hier zwei Personen, die dich definitiv beobachten. Ja, also einer könnte hier eben Sorge haben, dass du weitergehst, ja, aufgrund dessen, weil du ja hier eben erfolgreich auch bist, ja, und hier ist jemand eifersüchtig. Hier beobachten definitiv Personen. Wir haben die Liebenden. Auch nochmal, dass dritt, viert Personen involviert sein könnten. Das heißt, du bist in einer Partnerschaft oder dein Gegenüber. Bekomme bewusst hier, dass man sich auch trennt von einer vergangenen Situation. Ja, dass man rausgeht aus dem, was einem nicht mehr gut tut. Hier sind tiefe Gefühle, hier sind schmerzhafte Gefühle. Ich sehe auch das Leiden, dass du in der Vergangenheit sehr stark gelitten hast. Aber du verfolgst jetzt dein Ziel. Ja, das kann auch stark im Beruflichen hier sein, dass jemand eben das auch beobachtet, dein Wunschpartner. Und hier sieht, dass du hier eben auch auf dem Weg nach oben bist. Ja, und hier natürlich jetzt eifersüchtig ist, hier auf dich zukommen möchte, das bekomme ich hier sehr stark. Was möchte sich hier noch zeigen? Es bietet sich eine goldene Gelegenheit. Also solltest hier wirklich in der Öffentlichkeit mal schauen. Ja, berufliche Situation bekomme ich sehr, sehr stark. Auch in der Liebe, ich komme
komme jetzt erst auf die beruflichen Themen, dass hier etwas Altes zum Abschluss gebracht wird. Und du hast hier diesen Tag, alles steht unter einem guten Stern. Ja, das Göttliche, das Universum ist bei dir und alles wird hier letztendlich von Erfolg gekrönt sein. Ich bekomme immer wieder den Erfolg. Du gehst erfolgreich in eine neue Situation. Ja? Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Wenn du das hier bist, wenn du wirklich da Bedenken hast, ich sehe dich hier im Erfolg. Ich kann das nur immer und immer wieder betonen. Und das stark auch in der Liebe. Hier kommt auch noch jemand zurück. Ja, jemand aus deiner Vergangenheit kommt zurück. Zusätzlich hast du aber hier schon mit einer anderen Person, könntest du in Kontakt sein. Oder wirst dieser Person begegnen. Ja. Wir haben die Gelegenheit. Warum bietet sich die Gelegenheit? Weil wir hier die Träume haben, dass du deinen Träumen wirklich auch folgst. Ja? Du schlägst eine ganz neue Richtung ein, sprich, du bist eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Du gehst hier stark in eine Veränderung, du hast dich transformiert, du lässt Manipulationen los, du lässt das Ganze, du wartest auch nicht mehr, du hast alles losgelassen. Du hast den Fokus ganz klar auf dich gerichtet. Und irrelevant, was hier auch kommen mag. Ja, ich bekomme dich als sehr, sehr stark und kraftvoll. Dann haben wir die neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Hier ist auch jemand. Jemand spricht aber nicht darüber. Jemand beobachtet heimlich. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben und wir haben die Leidenschaft. Ja, und bislang hast du dich eben immer und immer wieder hinhalten lassen. Hier hat sich etwas sehr, sehr in die Länge gezogen, wo du jetzt rausgehst. Ja, du gehst absolut in eine Veränderung, was du so nicht mehr möchtest. Alles das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, möchtest du so nicht mehr. Ja, du nimmst diese goldene Gelegenheit wahr. Du folgst deinen Wünschen, deinen Träumen. Ja, wahrscheinlich hast du hier schon in der Kindheit gewisse Dinge, Vorstellungen gehabt. Ja, und jetzt folgst du deiner Intuition. Du lässt das Ganze los. Hier könnten Kinder involviert sein bei dem einen oder anderen, ebenfalls auch Tiere. Und wir haben Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und das ist das, was ich eben schon sagte. Die ganzen Dinge, was dir letztendlich Ballast gebracht haben, was du schwer mit dir rumgetragen hast, was nicht mehr gegeben war, vielleicht hast du hier auch eine Karma-Auflösung machen lassen, ja, dass du das Ganze jetzt losgelassen hast. Ich sehe dich in der Loslasssituation und absolut im Erfolg. Deswegen zeigt sich ja hier auch jemand aus der Vergangenheit, sprich eine neue Verbindung. Du bist auch hier absolut ins Vertrauen gegangen. Du wirst sehr viel Klarheit bekommen, was hier alles eben im Hintergrund auch. Ich bekomme hier bewusst so diesen Background, Hintergrund, was hier stattgefunden hat. Ja? Auch, dass jemand lauscht, dass du beobachtet wirst. Das weißt du alles. Du bist hier sehr intuitiv, auch sehr spirituell. Und du lässt dich jetzt hier auch führen. Ich sehe hier die schicksalshafte Veränderung, die kommt sehr, sehr plötzlich auch. Du wirst hier auch viel zu tun haben, ja. Sehr viel Hektik auch. Und du lässt aber die Situation trotz alledem, was jetzt stattfindet, lässt du hinter dir. Ich bekomme Gespräche, viele Menschen reden, ja. Es redet jemand über dich. Und trotz alledem ist dir das letztendlich egal. Du gehst raus aus der Situation. Also hier wird gesprochen, das definitiv. Das könnte in deinem häuslichen Bereich sein, das könnte im beruflichen sein. Also schau hier bitte. Die Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und jetzt erlaubst du dir, eben hier neu zu beginnen. Etwas Neues zu wagen. Oder dein Gegenüber entscheidet sich hier jetzt plötzlich rauszugehen, hat sich vielleicht auch schon getrennt. Ich bekomme aber auch bewusst für den einen oder anderen, kann es auch sein, dass die Partnerin sich getrennt hat von deinem Gegenüber. Schließe ich hier nicht aus, ja. Denn ich sehe hier so die Situation, da man ja beobachtet und da man ja sieht und schaut, was du hier tust, ja. Das könnte über WhatsApp sein, das könnte über Social Media sein, das könnte sein, dass ihr miteinander zusammenarbeitet. Sieht man, dass du in deiner Kraft und in deinem Erfolg bist. Ja, dass du dich von nichts und niemanden mehr hier aus der Ruhe bringen lässt. Und auch gar nicht, wenn hier nochmal ein karmischer Partner oder dein Seelenpartner, Wunschpartner hier zurückkommt. Ja, du lässt dich dadurch nicht mehr in die Irre führen. Denn ich sehe hier so das Finanzielle, ja, so diese Sorgen, das kann jetzt bei dir sein. Deswegen sage ich, befreie dich aus der Situation. Bei dem einen oder anderen sind hier Situationen, wo man finanzielle Sorgen hat, wo auch eine Situation ist, wo eine Schließung ist, was ich sagte für eine Gruppe, dass man hier finanziell mehr oder weniger auch im Ruin ist, ja, und hier versucht wieder nach und nach etwas aufzubauen, aber hier sieht man den Erfolg nicht. Du siehst ihn nicht, aber wenn du daran glaubst,
Ja, wir haben hier den Erfolg. Es kommt jetzt darauf an, wie du hier schaust, ja, welche Einstellung du auch hast. Es kann gut sein, dass du hier in der absoluten Befangenheit bist. Ja, dann ist natürlich hier die Situation nicht gegeben. Also da schau bitte auf dich. Dann sind gewisse Lernthemen, die du hier noch bearbeiten darfst. Hier sind karmische Themen. Ich bekomme hier auch eine Situation, dass du hier ein Karma auflöst, was deine Eltern, was wir hier mit den Kindern haben, ja. Du gehst einen ganz anderen Weg als die Personen in deiner Familie, ja. Du folgst hier klar deinem Ziel und du kommst an dein Ziel definitiv an. Es ist dir hier gefallen. Ja, habe hier bitte Vertrauen und vor allem Geduld. Es geschieht nicht von jetzt auf gleich. Aber dieser Tag steht unter einem guten Stern. Ich schaue hier einmal weiter, was möchte sich hier zeigen. Und wir haben die 10 der Münzenkombination, der Prinz der Kelche. Wir haben den Tod und wir haben die 2 der Stäbe. Ja, und hier ist für den einen oder anderen, dass du etwas nicht bedacht hast, dass du etwas nicht gesehen hast. Dein Wunschpartner, bekomme ich hier auch sehr stark. Er hat mit einer Situation hier nicht gerechnet, ja, mit vielleicht auch der Aussage, die du ihm an diesem Tag oder an den kommenden Tagen geben wirst, damit hat er oder sie nicht gerechnet. Dass du hier einfach für dich das beenden möchtest, bekomme ich für den einen oder anderen, ja, dass hier schon jemand Neues eben auch in deinem Leben ist und dass du das Ganze beendest. Ich bekomme hier viel, was Produktion beinhaltet. Ich gehe erst einmal auf das Berufliche ein, da ich das gerade so bekomme. Eine Situation, was mit alles im künstlerischen Bereich, ja. Es könnte hier auch sein, dass du entdeckt wirst, was Filme drehen anbelangt oder selber, dass du etwas an die Öffentlichkeit bringst, ja. Sowas bekomme ich hier. Und du hast hier die absolute Fülle, ja, weil du hier etwas Altes beendet hast. Wir haben ja den Tod hier. Ich lege die Karten erst einmal hier hin. Den Prinz der Kelche, die 2 der Stäbe und wir haben die 10 der Münzen. Also du hast jetzt für dich ab dem morgigen Tag hier alle Möglichkeiten in der Hand, um etwas Neues entstehen zu lassen. Und das entsteht dadurch, weil du dich neu orientierst, weil du einen Fokus hast, weil du weißt, was du möchtest. Das bekomme ich hier ganz stark mit dieser Karte. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber jetzt in die Position kommt. Er weiß jetzt ganz genau, was er oder sie möchte. Ja, hat dich hier ganz klar im Fokus. Man beobachtet hier und hat natürlich jetzt mehr oder weniger die Reue. Ja, und möchte hier auf dich zukommen, denn wir haben hier die heilige Vereinigung. Es geschieht hier etwas Gravierendes. Ja, also ich sehe hier absolut den Erfolg, dass man Konflikte hier schlichten möchte, dass man etwas bislang nicht gesehen hat, es immer verdrängt hat. Man ist hier mit Scheuklappen eigentlich unterwegs gewesen und hat etwas nicht bedacht. Eine Krankheit auch. Hier ist eine Regeneration. Ja, also bitte keine Bedenken und Sorgen haben. Alles regeneriert sich wieder. Hier wird auch etwas ganz genau geprüft im Gesundheitlichen. Und hier wird etwas gefunden, was dir eben nicht gut getan hat. Ja, das könnte jetzt energetisch sein, ja, dass du dich vielleicht hier immer sehr, sehr schwach, müde etc. gefühlt hast, ja. Und dass jetzt aber etwas gefunden wird in deinen Blutwerten, das bekomme ich auch für den einen oder anderen, wo es dir dann eben besser geht. In gesundheitlichen Themen, wofür du auch hier immer schaust, ja, das kann sich in jeglicher Form auch immer zeigen. Es wird hier definitiv dir geholfen und dir geht es dann letztendlich besser, ja, denn jemand schaut hier ganz genau nach. Jemand geht den Dingen auf den Grund, warum es dir nicht gut geht, ja, oder was bislang, aber auch was Kinder beinhaltet, ja, das bekomme ich hier auch. Tiere. Also man findet hier etwas, wo es einem dann definitiv auch besser geht. Also du hast hier absolut wundervolle Möglichkeiten. Erfolg, Erfolg, Erfolg auf jeder Linie. Ja? In der Liebe, im Beruflichen, in allem. Es kommt jetzt wie gesagt auf dich an, je nachdem wie du hier schaust. Und wir haben noch einmal den Tod. Ja, und es geht hier wirklich um eine starke Transformation. Du hast trotz alledem, obwohl dir etwas sehr stark wehgetan hat, etwas beendet, weil du wusstest, es muss einfach so sein. Es ging nicht mehr anders und aus dem Grund hast du hier jetzt diesen absoluten Erfolg.
Das kann jetzt hier auch weit zurückliegend sein, dass du in der Vergangenheit, dass du etwas beendet hast oder im Jetzt beendest. Für viele ist es, dass man es im Jetzt beendet, weil du nicht mehr gefangen sein möchtest. Ja, ich bekomme hier bewusst die Situation, du fühlst dich hier absolut befangen in der Situation. Ja, und das hier stark im Häuslichen auch. Und du hast dich befreit und wirst dadurch einen absolut positiven Abschluss hier haben. Ja. Die 10 der Erde, du bist in deiner absoluten Stabilität, was du selbst auch repräsentierst. Ich bekomme dich hier als absolut im Erfolg. Ja, du weißt, was du möchtest. Du weißt, was dir gut tut. Du beginnst jetzt, das zu tun, was dir gut tut. Du lässt jetzt alles los, was dir eben bislang nicht mehr gut getan hat. Ja, und du beendest hier auch eine Partnerschaft. Das definitiv. Ja, das liegt schon hier. Du beendest eine alte Situation. Das kann hier auch im Beruflichen sein. Ja. Es kann auch sein, dass hier ein großer Geldgewinn auf dich zukommt. Ja? Das kann durch eine Erbschaft sein, das kann durch eine Abfindung sein, auch durch eine Schließung sein. Ja? Ich sehe hier einen sehr großen finanziellen Fluss bei dir. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Schau hier bitte auf dich. Alles das, was hier in der Vergangenheit in Verlust gegangen ist, kommt jetzt hier im hohen Maße auf dich zu. Warum? Weil du vertraut hast. Ja, weil du eine Leidenssituation losgelassen hast und die 10 der Erde ist die absolute Fülle, was wir dann hier schon mit den 10 der Münzen haben, was dasselbe repräsentiert. Und du genießt jetzt dein Leben, du genießt das Leben in der Öffentlichkeit, du gönnst dir hier jetzt etwas, was wir hier schon mit dem Gourmet-Chef haben. Ja, also ich bekomme hier mehrere Szenarien einmal, dass du jetzt eben nicht mehr so schauen brauchst. Ja, vielleicht bist du hier auch in die Rente gegangen oder vielleicht hast du hier eine große Summe eben auch gewonnen. Das alles, was ich eben schon sagte, ja, durch Erbschaften etc., weil wir hier auch den Tod haben, dass du jetzt das Leben eben auch genießt in vollen Zügen. Ja, ich schaue einmal weiter. Hier haben wir einmal die beglückenden Veränderungen, die sich hier schon gezeigt haben. Hier bekomme ich nochmal auch die Situation, was eine Sucht beinhaltet. Ja, vielleicht bist du hier mit jemandem in Verbindung oder warst. Ja, ich bekomme es bewusst so im Jetzt noch, dass du dich hier trennst aus einer Situation, weil jemand in der Abhängigkeit ist und hier natürlich das ganze Geld auf den Kopf gestellt hat. Das bekomme ich hier auch, ja, für eine kleine Gruppe. Wir haben die Medizinmutter und wir haben den Sterngucker in Kombination der Winter. Also für viele, gerade was Projekte beinhaltet etc., wenn du hier etwas kreierst, also hier wird es von absolutem Erfolg bis zum Winter gekrönt sein. Das definitiv. Ja, wenn du hier in die Selbstständigkeit gehst, wenn du etwas produzierst, ja, das kann hier gut ein Film sein, das bekomme ich hier auch. Ja, das kann im Musikalischen sein, das kann in jeglicher Form auch immer sein, welche Projekte du jetzt angehst oder derzeit schon in Arbeit hast, ja, hat absoluten Erfolg. Das einmal für das Berufliche. Mit der Medizinmutter erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Und du hast das innere Wissen dafür, ich sagte ja hier schon mit dem Mond, die Intuition, das Spirituelle auch sehr, sehr stark, ja, dass du dein Wissen hier mit erweiterst auch, wo du in den absoluten Erfolg gehen wirst. Du projizierst, du hast einen ganz anderen Blick jetzt dafür, was du eigentlich möchtest. Ja, das kann ja viel auch im Single-Leben auch sein, dass du erfolgreich bist, dass du hier dein Leben jetzt so führst, wie du dir das immer auch vorgestellt hast. Ja? Dann haben wir, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Der Winter ist für den einen oder anderen sehr, sehr wichtig, auch was im Jetzt stattfindet natürlich. Dann haben wir den Sterngucker, schau auf Höheres. Ja? Das heißt, lass dich hier bitte führen. Deine innere Weisheit, die Erkenntnis, ja, spiritueller Wachstum. Du bist hier sehr stark spirituell gewachsen und aus dem Grund kommt hier jetzt ganz, ganz viel auf dich zu. Wünsch dir hier etwas, das bekomme ich auch gerade rein, ja, dass du dir auch in der Vergangenheit, dass du gewisse Wünsche und Vorstellungen hast vom Leben und die möchtest du erreichen und die wirst du definitiv erreichen. Es liegt ja hier, ja. Also hier kommst du mehr und mehr in ein höheres Bewusstsein über die ganzen Situationen, ja. Denn hier ist ja jemand, hier hat man ja Schattenthemen, sprich, jemand verfolgt dich ja hier, jemand schaut ja ganz genau. Ja, und es kann gut sein, was ich hier für ein, zwei Personen bekomme, denn hier ist jemand, der definitiv beobachtet, ja, hier etwas belauscht.
und hier herausfindet, dass du absolut erfolgreich bist, dass du mitten im Leben stehst, dass du ganz genau weißt, was du willst, dass es immer höher und immer höher bei dir geht und dieser Mensch jetzt aber Reue zeigt und wieder in dein Leben kommen möchte. Hier ist auch nochmal die Warnung, also bedenke das bitte, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Ja, und du wurdest auch schon in der Vergangenheit gewarnt, das bekomme ich hier auch. Eine Situation, die auch hier schon mit deinem Wunschpartner, karmische Partner etc. schon im Winter einmal stattgefunden hat. Das bekomme ich auch gerade rein. Wir haben die Verspieltheit, um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Ja, und du bist hier in der absoluten Leichtigkeit. Du bist in der Annahme, du weißt, was du möchtest und du lässt definitiv Dinge los. Ich kann das nur immer und immer wieder betonen. Ja, weil wir hier dann eben auch die Situation haben, die neue Liebe, was sich hier gezeigt hat. Du gehst in etwas ganz, ganz Neues. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Oder eben er oder sie denkt so. Ja, aber du bist in der absoluten Zufriedenheit. Und du bedenkst natürlich jetzt auch die Warnsignale, weil du aus der Vergangenheit natürlich schon gewisse Schicksalsschläge hinter dir hast. Das heißt, du hörst jetzt nur noch auf deine Intuition, ja, dein inneres Gefühl, dein Herz, was es dir sagt. Das fokussierst du jetzt ganz, ganz genau. Ja. Es kann auch sein, jemand hat dir das gesagt, ja, dass du hier mit einer sehr, sehr weisen Person gesprochen hast, hier auch schon die Warnung bekommen hast und dass du aus dem Grund jetzt das Ganze loslässt und in eine absolute beglückende Veränderung eben gehst. Die heilige Vereinigung hütet deine Beziehung wie ein Schatz. Also hier hilft dir auch jemand. Was möchte sich hier zeigen? Wir haben die 4 der Münzen, die Karte der Power und wir haben die 5 der Luft. Und das ist all das, was ich eben sagte. Hier kommt nochmal jemand zurück, sieht jetzt den Erfolg, zeigt hier absolute Reue, möchte mit dir wieder zusammenkommen. Hier gibt es noch ein Geschenk. Jemand war hier lange, lange, wart ihr nicht im Kontakt gewesen. Hier sehe ich die Reise, man kommt auf dich zu. Sehr, sehr plötzlich wirst du eine Nachricht bekommen. Man beobachtet dich schon seit einem ganz langen Zeitraum. Auch wo ihr nicht im Kontakt wart, bekomme ich hier. Und jetzt geht es darum, lässt du dich hier eben nochmal aufhalten oder gehst du deinen Weg? Und für viele bekomme ich bewusst, da wir hier die neue Liebe haben, dass du aus der alten Situation, wie gesagt, rausgehst. Irrelevant, berufliche oder Liebe. Du lässt etwas Altes hinter dir, weil du das Leiden leid bist. Ja, hier hat sich ja die Leidenschaft gezeigt. In der Vergangenheit hast du ja nur gelitten. Es hat hier etwas nur Leid gebracht. Und das möchtest du nicht mehr. Ja, aus dem Grund entfernst du dich aus der Situation. Für viele, ich bekomme auch für einige, dass du hier nochmal mit dem Menschen, mit dieser Person aus der Vergangenheit, hier in einen Neuanfang gehen wirst. Das bekomme ich auch. Ja? Also du schaust jetzt bewusst auf deine Stärke, das bekomme ich immer und immer wieder, positive Energien, weil man ja hier in der Situation ist, dass es so nicht mehr weitergeht. Ja? Das ist dir bewusst, das wird dir tagtäglich mehr und mehr bewusster, dass du es so, wie es bislang war, nicht mehr möchtest. Ja, und für viele haben schon abgeschlossen. Viele haben das schon hinter sich gelassen und schauen jetzt auf was ganz, ganz Neues. Ja, das könnte hier ein Ortswechsel sein, das könnte hier eine Reise sein, ja, wo auch Begegnungen stattfinden, das bekomme ich hier auch. Es könnte sein, dass du dir etwas kaufst, hier geht es auch um einen Kaufvertrag, das bekomme ich auch, was ein Wagenähnliches beinhaltet. Ich sehe eine Einladung zu einer Veranstaltung, aber hier findet etwas Großes statt. Ein etwas ganz, ganz Großes bekomme ich hier, wo man dich einlädt. Ja, das tut eine Person entweder aus der Öffentlichkeit, hier fiel das Berufliche, was ich schon sagte, und du bist absolut voller Erstaunen, ja, was wir hier schon mit den 10 der Münzen, also hier ist der absolute Erfolg. Sehe hier eine Feierlichkeit, das kann in einem großen Hotel-ähnliches stattfinden. Also irgendetwas für 1-2 Personen, wo du hier sehr große Möglichkeiten auch haben wirst. Ja? Und mit der 5 der Luft nochmal, dass du hier wirklich auch die Dinge losgelassen hast. Und hier hält dich nochmal jemand auf. Das siehst du hier ganz klar mit der Hand auf der Seite, dass dich jemand um Versöhnung bittet, jemand um Entschuldigung bittet, jemand hat hier starke Reue, jemand wird dir auch sagen, dass er oder sie in der ganzen Zeit befangen war, hier auch nicht ohne dich möchte. Ja, das bekomme ich hier auch.
Lass los. Für all die, die hier noch nicht losgelassen haben, ist es wichtig, die Situation loszulassen, insbesondere die Vergangenheit loszulassen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Also das bekomme ich hier sehr stark, vor allem, weil wir die Karte, die 5 der Luft hier haben, dass du nur in eine positive Veränderung gehen kannst, wenn du die alte Situation loslässt. Und die ist ja definitiv hier nicht positiv, die jetzige Situation und die Vergangenheit, ja. Und schau bitte bewusst auf die Vergangenheit. Was hast du mit diesem Partner eigentlich schon erlebt? Ja, für viele karmische Partnerschaften, Lernpartner. Denn hier zeigt sich ja die neue Liebe, hier zeigt sich ja etwas Wahres. Und was hast du hier erlebt mit dieser Person? Warum möchte sie jetzt plötzlich zurück? Weil du Erfolg hast? Weil du Anerkennung hast? Ich sehe auch viel den Luxus, ja? Da solltest du bitte eben ganz genau darauf achten, wir hatten hier die Warnsignale. Beachte bitte, wer zurück möchte. Beachte bitte, warum er oder sie zurück möchte. Und beachte aber auch bitte, wie es in der Vergangenheit war. Ja, was hat er oder sie dir schon angetan? Und es ist irrelevant, aus welchen Gründen. Es hat dir in der Vergangenheit schon nicht gut getan. Ja, das kann hier die Sucht gewesen sein. Das kann hier Eifersucht, Manipulationen. Das kann eine Abhängigkeit sein von einer anderen Partnerin, ähnliches. Ja? Dieser Mensch hat dir schon in der Vergangenheit nicht gut getan und es ist jetzt an der Zeit, diese Person loszulassen. Ja? Und hier zeigt sich auch jemand, er oder sie kann dich nicht loslassen. Ja? Ist hier auch eifersüchtig, beobachtet, möchte wieder auf dich zukommen, ja? Weil du dich hier so zeigst in der absoluten Fülle. Wir haben hier, das war meine hier mit den 2 der Stäben, was hier die Herrschaft auch beinhaltet. Also jemand möchte jetzt wieder mit dir in den Kontakt, um hier auch ganz genau zu wissen, wann, wie, wo und was, mit wem du auch bist. Also jemand möchte dich nicht so einfach hier loslassen. Dann haben wir die Flitterwochen, genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Einladung auf eine Reise, Einladung an sich, all das, was ich vorhin schon sagte. Ein Geschenk könnte auf dich zukommen. Es ist eine wiederkehrende Situation. Die Situation kennst du schon, ja? Und wir haben keinen Grund zur Sorge. Sorge dich bitte nicht. Es ist ganz, ganz wichtig. Schau auf deine Intuition, was dein Herz dir sagen möchte. Nimm dir Zeit zur Reflexion. Ja, dass du reflektierst, was möchte er, ja, oder was möchte sie, worum geht es hier im Eigentlichen, hat er oder sie wirklich reflektiert oder gibt es hier noch Themen, was eine Abhängigkeit beinhaltet, denn hier ist die Abhängigkeit, ja, mit der Karte Obsession. Nimm dir bitte die Zeit, also bedenke bitte alles nochmal ganz genau, schlaf vielleicht auch nochmal drüber, nicht, dass du dich Hals über Kopf hier in etwas stürzt, was dir letztendlich eine wiederkehrende Situation bringt. Denn wir haben nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und eine neue Liebe kann ja nur in dein Leben treten, die hier schon unterwegs ist, wenn du eine alte Situation beendest. Ja? Und hier sind eigentlich 2. Das sowieso. Also wenn du hier mit diesem Reading in Resonanz gehst, gibt es hier definitiv, hast du hier 2 Verehrer. Oder du selbst verehrst jemanden. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. So oder so. Es ist irrelevant, wie du hier schaust. Ja, solltest du dich auf jemanden einlassen, der hier ganz klar auf die finanziellen Sicherheiten schaut. Ja, was sich hier auch gezeigt hat. Wo du in der Vergangenheit schon mit verwickelt warst. Ja, die Maske wird sowieso fallen. Heimlicher Verehrer. Man wird bald darüber sprechen, dass man eigentlich schon lange beobachtet. Ja. Und du lässt, wie gesagt, die ganze Situation los, hast keine Bedenken mehr, es gibt hier keinen Grund zur Sorge und du wirst in die absolute positive Veränderung gehen, weil du losgelassen hast. Du lässt ihn oder sie auch los. Ja? Es kann auch dein Wunschpartner sein, dass er jetzt eben loslässt, wobei ich viel bekomme, dass dieses Reading hier für dich ist, für den Zuschauer, Zuschauerin, dass die Situation wirklich so ist, dass hier eine Situation kommt und jetzt wirst du natürlich nochmal schicksalshaft in eine Lernaufgabe gebracht. Worum geht es dir im Eigentlichen? Ja? Es kommt sehr, sehr schnell. Der Kontakt kommt sehr, sehr schnell und man wird dir alles in eine Nachricht zukommen lassen. Hier ist auch jemand sehr, sehr aufgeregt, aber ich bekomme hier absolut auch, was die neue Liebe beinhaltet, ja, dass du in den absoluten Erfolg gehst mit dieser neuen Liebe.
Vielleicht ist es auch die neue alte Liebe. Also da schau bitte auf dich. Du sollst ja definitiv auch die alten Themen loslassen. Das sagen die Karten hier ganz klar. Und vor allem reflektiere. Schau es dir ganz genau erst einmal an. Ja? Und schau bewusst auf die Vergangenheit. Hat er oder sie sich wirklich verändert? Das bekomme ich hier als ganz, ganz wichtige Botschaft. Also mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.